ganz normal über Straßen, Brücken und Gehwege gehen, geht gar nicht. Jedenfalls nicht für die Anhänger des Free Running. Wer wären sie denn, wenn sie sich ganz gewöhnlich fortbewegen würden? Ja, jedenfalls nicht Freerunner. Solche nämlich überwinden alles, was ihnen im Wege steht, möglichst aufwendig. Und Freerunner können auch schon mal die Wand hochgehen. Sonja Harpers. Was für sie Spaß an Bewegung ist, bedeutet körperliche Höchstleistung. Arthur, Nick und Daniel sind Freerunner. Entstanden ist ihre Sportart in den Vorstädten von Paris. Dabei kommt es darauf an, Strecken und Hindernisse so kreativ wie möglich zu überwinden. Das Wichtigste dabei ist auf jeden Fall erstmal absolute Körperkontrolle. Nicht überheblich sein, auf jeden Fall eine gute Selbsteinschätzung haben. Man muss sich immer sicher sein, bevor man was macht, dass man es auch wirklich schafft oder sich nicht ernsthaft verletzen kann. Die drei Wittener sind Mitglieder einer jungen Szene, die vor allem in den Großstädten immer mehr Anhänger findet. Der Parcours der Freerunner ist die Straße oder auch ein Universitätsgelände. Hauptsache, die Hindernisse sind abwechslungsreich. Neuerdings wird Freerunning auch in einigen Schulen und Sportvereinen angeboten. Begeisterte Freerunner trainieren in ihrer Freizeit sogar mehrere Stunden täglich. Draufgänger wollen Arthur und seine Freunde jedenfalls nicht sein. Ihnen geht es nicht um Konkurrenz. Was sie antreibt, ist Spaß an Kreativität und das Austesten körperlicher Grenzen. Diese Sportart ist auf jeden Fall nichts für Adrenalin-Junkies. Das ist alles immer hundertprozentig kontrolliert. Eine Gefahr besteht natürlich immer dabei. Man kann immer irgendwo ausrutschen oder sich was tun, aber es ist auch nicht anders als bei anderen Sportarten. Prellungen und Zerrungen sind allerdings beim Freerunning keine Seltenheit. Doch mit gezieltem Training lernen die Trendsportler in kurzer Zeit eine außergewöhnliche Körperbeherrschung. Ja, wir sind so frei, Ihnen zum Freerunning-Training morgen gleich noch das Wetter zu verraten.